Hallo liebe Studentinnen und Studentinnen, heute geht es um die Prüfung Gütezertifikat B2 Module sprechen Teil 1. Es handelt sich heute um einen Vortrag halten. Das Thema geht es um Angestellte von zu Hause. Ich möchte mich heute mit dem Thema Angestellte von zu Hause befassen. Das Thema wird heute viel diskutiert. Natürlich müssen wir zuerst eine Möglichkeit genauer beschreiben und danach die Vorteile und Nachteile zu diesem Thema. In diesem Zusammenhang möchte ich auf meine persönliche Erfahrung zu diesem Thema eingehen. Am Anfang an soll ich aber eine wichtige Frage stellen. Warum machen sich mehr Menschen selbstständig? Ganz einfach. Viele Menschen wollen selbstständig sein, weil sie ihre eigene Ideen und Arbeit umsetzen wollen. Ebenso wollen sie Erfolg haben, zusätzlich ihre Arbeitsplätze frei einteilen. Einerseits sind sie mit der Zeit finanziell unabhängig und sie müssen keine Angst für Arbeitslosigkeit haben. Andererseits fühlen sie sich selbstständig, weil sie die eigene Geschäftsidee verwirklichen wollen. Im Hinblick auf den Markt wollen sie mehr Unabhängigkeit und wollen sie mehr unabhängig und sie wollen ein höheres Einkommen. Brauchen sie mehrere Erfolgsergebnisse? Sicherlich wollen sie der Arbeitslosigkeit entfliehen. Es stimmt schon, dass sie ihre Karriere selbst in die Hand nehmen wollen. Jetzt möchte ich eine Möglichkeit genauer beschreiben. Also zuerst möchte ich auf meine eigene Erfahrung eingehen. Zunächst muss man feststellen, dass Selbstständigkeit ist meiner Ansicht nach mehr Freiheit. Das heißt, ich bin mein eigener Chef. Ebenso bedeutet für mich mehr Kreativität. Das heißt, ich kann sofort und irgendwann und irgendwo meine Ideen umsetzen und ein kreativer Mensch sein. Darüber hinaus wollte ich eigene Karriere selbst bestimmen und selbst in die Hand nehmen. Angestellte von zu Hause enthält viele Vorteile und Nachteile. Wenden wir uns zuerst die Nachteile zu. Zuerst gibt es rund um die Uhr also viel Stress. Dazu kommt noch, dass man nicht seine Arbeit von zu Hause schaffen kann. Es fehlt einem schwer, weil die Arbeit von zu Hause, also die geschäftliche und die private Arbeit zu schaffen und auch trennen. Ein weiteres Argument, die Ablenkung. Man darf nicht vergessen, dass von zu Hause man immer diszipliniert sein muss, um seine Arbeit von zu Hause effizient oder perfekt zu erledigen. Hingegen gibt es mehr Ablenkungen, zum Beispiel Fernsehen, Telefonieren, Spülen, Abwaschen, Einkaufen und manchmal Notwehr. Man muss auch berücksichtigen, dass es keine Motivation gibt, also weniger Motivation, etwas Neues zu schaffen oder zu beginnen und zur gleichen Zeit schaffen. Weiterhin ist anzuführen, dass Selbstständigkeit für viele Menschen nichts ist, weil es ihnen der Mut zum Risiko fällt. Zudem brauchen sie viel Geld und sie sind nicht bereit, aus wirtschaftlichen Sicherheit auszusteigen. Wenn sie zum Beispiel Kinder haben, dann ist das Risiko zu groß. Sie bekommen vielleicht kein genug Geld, um ihre Familie zu ernähren. Man darf nicht vergessen, dass Urlaub für viele Selbstständige oder Angestellte von zu Hause selten oder nicht verfügbar. Dazu kommt noch, dass als Selbstständige man sich keinen
Rente angesprochen erwerben. In Bezug auf die Vorteile kann man zunächst nennen, sie wollen einen geregelten Arbeiten schaffen. Außerdem haben sie viele Ideen und wollen sie unbedingt realisieren. Besonders positiv einzuschätzen ist, sie sind risikofreudig. Ergänzend zudem, sie brauchen Struktur und Ordnung. Wir wissen schon, dass sie die Verantwortung übernehmen können. Noch wichtiger ist, dass sie Ruhe und Gemütlichkeit von zu Hause arbeiten. Das bedeutet, sie können einfach ihre Arbeit anfangen, wenn sie wollen. Flexibilität. Also zudem kann man die Arbeit zu anderen Zeiten verschieben. Ein weiterer Punkt, dass man mehr Zeit gewinnt, das heißt, man braucht nicht nach einem bestimmten Parkplatz zu suchen oder nicht auf den Bus warten. Man spart viel Geld, das heißt kein Geld für das Verkehrsmittel und kein Geld für ein bestimmtes Kostüm. Abschließend möchte ich betonen, dass für Menschen, Angestellte von zu Hause, nicht das perfekte Arbeitsleben, weil sie mehr Mühe geben sollen und auch Angestellte von zu Hause braucht mehr Zeit. Ich hoffe, es hilft euch weiter, liebe Studenten und Studentinnen, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis bald!